بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nach einer Pause fahren wir heute fort, bi'idhnillah ta'ala, mit den Ayat von Surat Al-Ahqaf. Ich habe nachgeschaut, wir haben bis zur 11. Ayah gemacht. Heute machen wir die 12. fortfolgende bi'idhnillah samil alim. Nehmt bitte euren Mushaf heraus. Das ist die Seite 503, Surat al-Ahqaf, die Sura 46 im Koran al-Karim. Und wir fangen heute mit der 12. Ayah an, bi'idhnillah ta'ala. A'udhu billahi samil alim minash shaytanir rajim. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون نعم ومن قبله كتاب موسى مصدق إماما ورحمة نعم und vor ihm war die Schrift von Musa عليه الصلاة والسلام bedeutet vor dem Koran al-Karim hat Musa alayhi salatu wassalam ein Buch bekommen. Und ihr solltet wissen, liebe Geschwister, die Gesandten haben ein Buch bekommen. Unter anderem, wer unter den Gesandten hat ein Buch bekommen? Musa alayhi salatu wassalam, und zwar die Taurat. Wer noch? Isa alayhi salatu wassalam, den? Das Evangelium auf Arabisch? Al-Injil. Richtig. Dawud alayhi salatu wassalam hat Al-Zabur bekommen. Und? Ibrahim alayhi salatu wassalam und Musa haben was bekommen? Suhuf. Was heißt Suhuf? Blätter von Ibrahim und Musa bedeutet, wie die Gelehrten gesagt haben, da waren Ermahnung und Weisheiten enthalten. Ermahnung und Weisheiten enthalten. Und allgemein ist der Unterschied zwischen einem Gesandten und einem Prophet, dass ein Gesandter eine Scharia erhält, eine Gesetzgebung erhält. Das heißt, er kommt zu dem Volk mit einer Gesetzgebung. Was den Propheten anbelangt, so ruft er zu der Gesetzgebung auf, die der letzte Gesandte verkündet hat. Die der letzte Gesandte verkündet hat. Und jeder Gesandte ist ein Prophet, aber nicht jeder Prophet ist ein Gesandter. Natürlich, es gibt unterschiedliche Definitionen von den Gelehrten, wer ein Gesandter und wer ein Prophet ist, aber das ist die Definition der meisten Gelehrten, Jumhur ul-Ulama, wallahu ta'ala ala wa alam. Deswegen, Musa alayhi salatu wassalam hat At-Taurat bekommen. Imama wa rahma,
als Vorbild und Barmherzigkeit. Natürlich, dieses Buch, derjenige, der daran geglaubt hat und danach gehandelt hat, so war es für ihn eine Rechtleitung und eine Barmherzigkeit, weil Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm den Lohn geben in der Dunya und in der Akhira. In der Dunya und in der Akhira. Na. Und dies ist ein beständiges Buch in arabischer Sprache, um diejenigen, die Unrecht tun, zu warnen. Und dieses ist ein Buch, welches in arabischer Sprache herabgesandt wurde. In arabischer Sprache natürlich, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Mekkanern gekommen ist, was haben sie für eine Sprache gesprochen? Sie waren Araber, deswegen in arabischer Sprache. Und das macht nur einzig und alleine Sinn, dass jemand eine Botschaft verkündet, die auch verstanden wird. Ich finde es komisch, dass heute irregehende Sekten irgendwo in ein Land gehen, Pakistan, er spricht selber kein Pakistanisch, er selber weiß nicht, wie die Gegebenheiten im Land sind, er kennt nicht die Traditionen, die Gepflogenheiten und subhanallah, immer wenn Allah Azza wa Jal einen Propheten geschickt hat, dann hat er ihn von wo geschickt? Von dem? Aus dem Volk selber, inmitten des Volkes. Warum? Weil er wusste, zu wem er spricht. Er kannte sie. Aber heutzutage gibt es Leute, der lebt hier, ja? Und er hat selber noch nicht seine Religion gelernt, dann will er nach Pakistan Dawa machen. Ist das rational? Ich denke, ihr wisst alle, von wem ich spreche, ja? Und das ist nicht rational, sondern man muss natürlich denjenigen, mit denen man Dawa macht, er muss dich ja auch verstehen. Er muss dich auch verstehen. Das heißt, um dieses klar zu verdeutlichen, dass wir hier den Koran in arabischer Sprache gesandt bekommen haben. Sagt man, ja, aber es gibt heute so viele Ausländer. Richtig, und es gibt auch so viele Übersetzungen. Oder? Vermisst jemand? Wisst ihr, dass sogar dieser Koran in 2 oder 3 verschiedene afrikanische Dialekte übersetzt wurde? Subhan al-Malik. So, dass keiner eine Ausrede hat, Yawm al-Qiyamah. Sogar in deutscher Sprache existiert dieser Koran. Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Botschaft ankommen lassen. Sagt man, ja, manchmal gibt es Fehler hier und so. Die Botschaft ist klar, die Botschaft ist klar. Und daher, liebe Geschwister, das ist eine Methodik von Allah subhanahu wa ta'ala gewesen, dass er die Leute mit der Sprache des Volkes schickt, damit sie ihn auch verstehen. Das schönste Wort nützt dir nichts, wenn derjenige, der dir gegenübersteht, dieses Wort nicht versteht. Und daher gibt es Leute, subhanallah, die wollen eine Botschaft an Leute versenden. Auch er ist zum Beispiel auf der Mimbar, macht eine Khutbah und redet im höchsten Arabisch. Ich meine, was soll dir das jetzt bringen, dass keiner dich verstanden hat? Nur damit die Leute sagen, MashaAllah, sein Arabisch ist gut. Was nützt dir die Botschaft, die keiner verstanden hat? Auch heute müssen wir berücksichtigen, dass selbst die Araber kein Arabisch verstehen. Seid ihr mit mir? Die Araber verstehen kein Arabisch. Und daher versuchen wir auch, wie ihr das gewohnt seid, wenn wir eine Khutbah machen oder wenn wir einen Dars machen, dass die Leute uns verstehen. Weil ansonsten geht diese Botschaft verloren. Was nützt uns das? Das heißt auch nicht, dass wir so tief fallen, dass wir anfangen, in Slang zu reden. Okay? Das meine ich auch nicht. Aber, dass man eine gepflegte, aber trotzdem verständliche Sprache überbringt, damit auch diese gewarnt werden und damit sie auch die frohe Botschaft erhalten. Wa bushra lil muhsinin. Und eine? Und eine frohe Botschaft für die Gottesstunde. Und daher, liebe Geschwister, sagen wir immer, dieser Koran ist eine frohe Botschaft. Und niemand soll denken, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn mit der Religion eingeengt hat. Wallahi, im Gegenteil. Allah hat dir ein Leben ermöglicht, was du in Glückseligkeit lebst. Wie? Wir haben doch Gebote und wir haben Verbote, richtig. Aber diese Gebote und Verbote ist, um uns selber vor dem Verderben zu bewahren. Schaut mal. Nehmen wir mal Leute, die Alkohol trinken und Alkoholiker werden. Haben sie ein schönes Leben? Womit sind sie hauptsächlich beschäftigt im Leben? Mit dem Alkohol. Aber diesen Alkohol zu besorgen, diesen Alkohol zu konsumieren, das ist ihr Lebensinhalt.
leben diese Leute glücklich bei Allah nicht. Sobald er einen Schluck trinkt, dann siehst du ihn wieder erst lachen. Was ist das für ein Leben? Allah hat uns die Drogen verboten. Wie viele Leute sind aufgrund dieser Drogen in die Irre gegangen? Haben sich selbst ins Verderben gestürzt? Soll Allah diese Sachen halal machen, die einem ins Verderben stürzen? Daher, ja, Ikhwa, man muss aufpassen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auch Dinge verboten, die zu Geschlechtskrankheiten führen können. Oder sonstiges. Schaut mal, subhanallah. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha. Sie fragen dich nach der Menstruation. Sprich, die Menstruation ist ein Leiden. Was heißt ein Leiden? Wenn der Mann in der Zeit mit der Frau, die menstruierend ist, verkehrt, dann wird er einen Schaden davon nehmen. Subhanallah. Das heißt, Allah sorgt sich mehr, subhanahu wa ta'ala, um seine Diener, als diese Diener zu sich selbst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلَا تَقُتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Tötet euch nicht selbst. Wahrlich, Allah, er ist was? Barmherzig zu euch. Sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, لَا ضَرَرْ وَلَا ضِرَرْ. Es gibt keinen Schaden, das heißt, du darfst dir keinen Schaden zufügen und anderen keinen Schaden zufügen. Tust du das mit der Zigarette? Du fügst dir einen Schaden zu. Und nicht nur dir, sondern auch den anderen. Wisst ihr, wie viele Passivraucher sterben, liebe Geschwister? Das heißt, er hat selber nicht geraucht. Ja? Er war immer nur am falschen Ort und irgendwann stirbt er. Und er hat nie 1 Euro für eine Zigarettenpackung ausgegeben. Aber subhanallah, sein Tod war umsonst. Sein Tod war umsonst. Wisst ihr, dass es Leute gibt, die sind zuckerkrank. Und wenn sie etwas essen, was sie nicht essen dürfen, machen sie Haram nach unserer Religion. Haram, weil Allah azawajal hat das verboten. Der Prophet sallam sagte, kein Schaden für dich und kein Schaden für die anderen. Eine Person, er möchte fasten, aber er ist nicht in der Lage, weil er ist zuckerkrank und braucht seine Insulinspritzen und muss Bestimmtes zu sich einnehmen. Dass er fastet, ist Haram für ihn. Subhanallah, schaut mal, wie Allah Azza wa Jal, Subhana, diese Diener geschützt hat. Diese Diener geschützt hat. Das heißt, sowohl mit dem, was tatsächlich dir direkten Schaden zufügt, als auch Dinge von der Dunya, die dir einen Schaden zufügen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Inna Allah ta'ala la yahmi abdahu al-mu'mina al-dunya wa huwa yuhibbu kama tahmuna maridakum al-ta'ama wa al-sharab takhafuna alayh. Allah Azza wa Jal, er schützt seine Diener. Er schützt seine Diener, indem er ihnen nicht alles von der Dunya gibt, während er sie liebt. Was heißt es, nichts ihnen von der Dunya gibt? Wie zum Beispiel? Ha? Zum Beispiel? Viel Geld, sehr gut. Viel Geld, weil manche oder viele sogar nicht mit dem Geld umgehen können. Wovor schützt Allah azawajal sie noch? Vor einer schlechten Frau, die nicht gut ist für ihn. Subhanallah, wie viele Brüder haben mir gesagt, erstmal waren sie traurig, dass es mit einer Frau nicht geklappt hat. Später haben sie mir gesagt, Alhamdulillah, ich habe von ihr das und das gehört. Allah hat ihn davor bewahrt. Oder umgekehrt, eine Schwester wollte einen Mann heiraten, dann hat es nicht geklappt und später hört sie dieses und jenes. Allah schützt seinen gläubigen Diener. Wie die Kranken von uns nicht alles zu essen und zu trinken bekommen, weil wir uns um sie sorgen. Deswegen, ja, Ikhwa, du darfst niemals denken, dass Allah Azza wa Jal dich mit dieser Religion eingeengt hat. Das ist eine Bushra, eine frohe Botschaft. Für wen? Lil Muhsinin, hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, Lil Nas. Weil nur diejenigen, die das auch letztendlich tatsächlich umsetzen und diese Religion praktizieren, diese sind es, die Erfolg haben werden. Nicht alle. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Hudan linnas, hudan lilmuttaqin, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Nur sie werden von diesem Koran profitieren. Subhan al-Malik. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, wa fi as-samai rizqukum wa ma tu'un. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi al-ardi ayatun linnas lilmuqinin. Und auf der Erde gibt es Zeichen für wen? Für wen? Lil Muqinin, für die Überzeugten.
Das heißt, diejenigen, die, wenn sie die Schöpfung sehen, an wen glauben? An den Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Für sie ist das ein Nutzen. Aber andere, der guckt so die Schöpfung, dann malt er den Himmel und malt die Erde und profitiert gar nicht davon. Zum Schluss hat er ein Bild, was ein Sechsjähriger hätte besser malen können. Und der ist froh damit, subhanallah. Was hat ihn das genützt? Das hat ihn überhaupt nichts genützt, sondern diejenigen, die einsichtig sind, die an diesen Zeichen sich ein Vorbild nehmen und wissen, dass es einen Schöpfer gibt, diese werden Erfolg haben, liebe Geschwister. Daher wisset, wallahi, Allah hat uns nichts verboten, außer was schlecht ist für uns. Und Allah hat uns alles erlaubt, was gut ist für uns. Was denkt ihr in unserer Scharia? Ist das Mehrheitliche erlaubt oder das Mindere? Was ist mehr erlaubt? Nehmen wir mal nur Speisen. Welche Speisen dürfen wir nicht essen? Ganz schnell. Schweinefleisch. Verendetes, richtig? Speisen, von Speisen. Ja, das ist ja auch das Verendete, nicht halal geschlachtete. Diese Speisen dürfen wir nicht essen, okay? Wie viele Tiere dürfen wir essen? Ente, ja oder nein? Jeder sagt ja oder nein. Gans, ja. Buffalo. Stier, Hase, schon mal Hase gegessen? Die sind auch sehr schnell, die kriegst du nicht so leicht. Reh, ich meine, was willst du noch? Unbedingt Schwein. Subhanallah. Weil ich danke Allah, dass er uns das verboten hat. A'udhu billah. Im Übrigen, das ist nicht nur im Islam verboten, sondern in allen Religionen. Die haben nur, damit ihr wisst, liebe Geschwister, einen Test gemacht. Weil das Schwein, schaut mal, das ist unrein bei uns. Alles ist unrein vom Schwein. Selbst wenn du es ins Meer reinwirfst und 3 Stunden schrubbst, das bleibt unrein. Das Schwein bleibt unrein. Reimt sich auch, merkt euch. Das Schwein bleibt unrein. Sie haben einen Test gemacht und gesagt, was, wenn dieses Schwein in einem sterilen Raum reingetan wird. Das heißt, absolut sauber, 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 sauber. Was passiert? Kommen immer noch Bakterien und so weiter und so fort. Wisst ihr, was das Schwein gemacht hat? Wisst ihr, was das gemacht hat? Alhamdulillah, ihr habt schon alle gegessen. Der hat seinen eigenen Kot gegessen. Ein Schwein! Bleibt ein Schwein! Komischerweise, die Islamhasser, was machen sie uns vor die Tür? Ein Schwein. Guckt mal, subhanallah, erniedrigen sie sich nicht selber. Sie essen dieses Schwein. Sie essen dieses Schwein. Und sie wissen, was die Stellung von diesem Schwein ist. Tun sie uns so ein Schwein vor die Tür. Du kannst selber vor der Tür stehen bleiben. Da ist kein Unterschied zwischen dir und dem Schwein. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Deswegen, ja, Ikhwa, denkt niemals schlecht über Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah Azzawajal uns ihm die volle Liebe gegenüber zeigen. Denkt niemals schlecht über Allah. Er hat euch nur das verboten, was schlecht ist für euch. Taha oder Taha. Taha, ne? Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, wir haben doch nur auf dich das Buch herabgesandt, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit du, was? Damit du nicht traurig wirst. Schaut mal. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاي فَلَا يَضِلْ وَلَا يَشْقَى. Derjenige aber, der meiner Rechtleitung folgt, was heißt meiner Rechtleitung folgt? Dem Koran, so wird er weder in die Irre gehen, noch traurig sein. Subhanallah. Das ist eine Bushra. Das ist eine frohe Botschaft. Inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Wahrlich, dieser Koran leitet zu einem besseren Weg, zu der Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal. Wa yubashshiru al-mu'minin. Und er verkündet den Gläubigen eine frohe Botschaft. Jetzt kommen die Bedingungen. Wa yubashshiru al-mu'minin al-ladhina. يَعْمَلُونَ الصَّالِحَةِ die auch das Gute an Werke vollziehen, gute Taten machen, أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا dass ihnen großartiger Lohn zuteil wird, das heißt, sie bekommen dafür das Paradies. Das ist der Koran, über den manche Leute traurig sind. Manche lesen den Koran nur, wenn es um Tod und solche Themen geht. Subhanallah, das ist eine Bushra. Überlegt mal, liebe Geschwister, ihr ersehnt das Paradies. Möge Allah Azza wa Jalla uns allen das Paradies geben. Stell dir vor, du bist zu Hause und du hast gerade schlechte Laune. Dann liest du ein paar Ayat über das Paradies. Wie geht es dir danach? Es geht dir wieder gut. Einer hat zum Beispiel eine Frau nicht bekommen, die er gerne haben möchte. Dann liest er die Eigenschaften von den Hur al-Ain.
Okay, wir lassen heute mal ein paar Eigenschaften. Das Wetter ist auch sehr warm. Aber was will ich euch damit sagen? Natürlich wird er danach froh sein. Natürlich wird er es begehren. Keiner, der am Allah Azza wa Jal Subhana glaubt, wird nicht daran glauben, was Allah Azza wa Jal ihm versprochen hat. Und genauso, wenn du ein Problem hast, und ich sage dir, und mach das, oh Wallahi, der es dir sagt, hat das gemacht. Mach das, wenn du einen schlechten Tag hast und du hast so viele Probleme, so viel Kummer, so viel Sorgen, dann lese über die Situation der Höllenbewohner und du wirst danach zufrieden sein. Weil deine Probleme sind nicht ihre Probleme. Deine Probleme kann man lösen, aber können sie ihre Probleme im Höllenfeuer lösen? Wer kann das lösen? Deswegen, ja, Ikhwa, so sollten wir mit dem Koran umgehen. Wallahi, die Salaf haben den Koran geliebt, geliebt. Es wird authentisch überliefert von Uthman ibn Affan, radiallahu an. Er hat einmal im Nachtgebet, das heißt nach Isha, Nachtgebet, hat er in einer Raka'a den ganzen Koran durchgelesen. In einer Raka'a den ganzen Koran durchgelesen. Warum? Was denkt ihr, warum? Schaut mal, wir sind so, ja, wenn wir in einer Gruppe sind, dann einer liest so Baqara, Teile von Baqara, von Ali Imran zu Hause. Qul huwallahu ahad ist noch für ihn zu lang. Kein Genuss. Er weiß nicht, was dieser Koran bedeutet. Daher, dieser Koran hat eine wunderschöne Botschaft. Aber nehmt euch die deutsche Übersetzung, damit man das versteht. Damit man auch versteht, was diese Wörter bedeuten, inshallah ta'ala. Von Muhammad ibn Rasul, die letzte Übersetzung, inshallah ta'ala. Bubenheim hat auch sehr viele schöne Übersetzungen, aber es ist schwer. Also viele Wörter sind nicht gebräuchlich im deutschen Sprachgebrauch. Ich meine, Wonne, das kennt keiner. Wonne, manche sagen, eine Wanne kenne ich, ja, aber keine Wonne. Ja, deswegen, man soll, natürlich, ich bevorzuge natürlich, von Arabern zu lesen, die auch die deutsche Sprache gut können. Warum? Weil sie sind mit der arabischen Sprache aufgewachsen. Das ist anders, als wenn jemand später die arabische Sprache gelernt hat, ja. Weil er ist damit aufgewachsen. Er weiß auch, wie bestimmte Sachen zu übersetzen sind. Der andere könnte ungefähr die Bedeutung verstehen, aber er weiß nicht, wie man das so konkret übersetzt. Wallahu ta'ala ala wa ala. Jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir wissen ihnen, die sagen, unser Herr ist Allah und sich hierauf recht verhalten, weil sie soll keine Furcht kommen, noch sollen sie trauen. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet jetzt über die Gläubigen, wahrlich diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Diejenigen, die sagen, Allah ist unser Herr, manche belassen es dabei. Viele sagen, Allah ist unser Herr. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Was? Thumma staqa. Und daraufhin sich geradlinig verhalten. Ich werde das übersetzen. Istiqama hat eine etwas schwerere Übersetzung. Und sogar die Gelehrten haben tausende von Übersetzungen für dieses Wort benutzt. Tausende von Übersetzungen und Erklärungen für diese Wörter. Alleine die vier Khulafa al-Rashidin haben unterschiedliche Erklärungen für Istiqama gegeben. Aber wo finden wir das Wort wieder? Denk mal an Surat al-Fatiha, wenn wir ein bestimmtes Dua machen, was in Surat al-Fatiha enthalten ist. Ihdina al-Sirat al-Mustaqim. Leite uns den geraden Weg. Allah Azza wa Jal spricht über die Gläubigen, die sagen, Allah ist unser Herr. Jetzt kommt das Entscheidende. Viele Muslime sagen dir, Allah ist unser Herr, oder? Viele. Aber daraufhin sich auf einen geraden Weg begeben. Und das sind viele Ayat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, diejenigen, die glauben und Gutes tun. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ Thumma. Und ganz gewiss in Surat Taha, dieser Versprecher, subhanallah. Diejenigen, und ganz gewiss bin ich allvergebend zu denjenigen, die glauben, für diejenigen, die bereuen und glauben und Gutes tun, jetzt passt auf, hä? Und daraufhin, auf einen geraden Weg befestigt bleiben. Die Kunst in unserer Religion ist es nicht, zwei Tage durchzuhalten. Die Kunst in unserer Religion ist, dass du auf einem geraden Weg befestigt bleibst bis zum Tod und damit stirbst. Möge Allah uns ein gutes Ende geben.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Das heißt, liebe Geschwister, hier ist auch eine Antwort an diejenigen, die gesagt haben, der Iman besteht nicht aus Taten. Das heißt, nur aus dem Sagen von La ilaha illallah und der Überzeugung im Herzen. Aber sie haben was ausgelassen? Die Taten. Das ist eine Antwort auf diejenigen, die ein falsches Verständnis haben von der Religion. Und wie viele sind sie in dieser heutigen Zeit? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Thumma istaqamu istiqama. Eine der schönsten Übersetzungen ist von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Er sagte über al-Istiqama, er sagte, du sollst nicht wie ein Fuchs Schlingelwege nehmen, um an deine Beute heranzukommen. Habt ihr mal einen Fuchs gesehen, wie er eine Jagd vollzieht? Ich habe früher diese Tierfilme immer gerne gesehen. Ihr wisst, ein Löwe greift an oder ein Tiger greift an. Das ist schön, Alhamdulillah. Kann man viel lernen auch. Ein Fuchs ist fuchsig. Was macht er? Er geht nicht gerade auf die Jagdbeute los, sondern durch Schleichwege. Was ist hier gemeint mit Schleichwege? Was meinte Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu? Sei nicht wie ein Fuchs, der diese Schleichwege nimmt, um an sein Ziel zu kommen. Es gibt Leute, will er die Religion geradlinig praktizieren oder was will er machen? Er will viel mehr, er will viel mehr eine List anwenden, um an sein Ziel heranzukommen. Dieses ist nicht Istiqama. Das ist kein geradliniger Weg. Und als wir im Dua gesagt haben, ihdina as-sirat al-mustaqim, leite uns den geraden Weg, welchen Weg? Den wir uns ausgesucht haben? Den unsere Nachbarn für uns ausgesucht haben? Den unsere Familie für uns ausgesucht haben? Nein, es ist der Weg Allahs Azza wa Jal. Und der hat mit diesen ganzen Wegen nichts zu tun. Komisch ist, dass einer das im Gebet sagt, ihdina as-sirat al-mustaqim, daraufhin siehst du ihn, der praktiziert seine Religion nach seinem Weg. Allah hat dir befohlen, die Religion so zu praktizieren, wie er es will, subhanahu wa ta'ala, nicht nach deiner Begierde. Weil manche Leute, die wollen mit den Taten der Höllenbewohner, wo hereingehen? In das Paradies. Der hat eine Freundin, der geht in die Shisha-Bar, ab und zu betet er, dann sagt er, Allah wird mir verzeihen. Und wenn du siehst, wie viele Sünden er macht, viel mehr als gute Taten. Sagt man, ja, Abu'l-Bara, aber Hauptsache der betet. Nein, 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 nein. Lasst uns nicht so anfangen. Das ist der Weg von Zanadiqa. Das sind diejenigen, die bringen ihnen diesen Weg bei. Wir bringen diesen Weg nicht bei. Schaut mal, wir bringen diesen Weg nicht bei. Bitte lernt das. Sondern wir bringen den Leuten den geradlinigen Weg bei. Was sie daraus machen, ist ihre Sache. Aber wir lernen Geradlinigkeit. Weil wenn du den Leuten was beibringst, diese Schleichwege zu nehmen, dann werden sie das auch in jeder Hinsicht machen. Schaut mal, was Bani Israel zum Schluss gemacht haben. Hat Allah sie nicht eigentlich ursprünglich geehrt gehabt? Richtig, aber später, was hat Allah Azza wa Jalla mit ihnen gemacht? Er hat sie bestraft. Warum? Weil sie dann letztendlich diese Schleichwege benutzt haben und sie wollten Allah subhanahu wa ta'ala betrügen und belügen. Subhanallah. Und das ist verboten, liebe Geschwister. Heutzutage haben auch Muslime diese Schleichwege. Der sagt zum Beispiel, da gibt es doch diesen Hadith, der mir gar nicht gefällt. Derjenige, der dreimal zum Jum'ah absichtlich nicht geht, so versiegelt Allah was? Sein Herz. Was macht er jetzt? Er geht zweimal nicht und das dritte Mal ja. Subhanallah, schaut mal den Jahil. Das ist so, als ob er sagt, jede dritte Sinna ist verboten, die ersten beiden nicht. Ist das ein Akel? Ist das ein Akel? Einer weiß, am Freitag darf er kein Geld verdienen in der Zeit von was? Von Jum'ah. Ja, ihr الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع. O ihr, die ihr glaubt, wenn zum Gebet gerufen wird, das heißt, ihr hört den Adhan, nicht in diesen Ländern, in diesen Ländern kennen wir die Uhrzeiten, sonst bräuchtest du auch nicht mal zum Jum'ah zu gehen, möge Allah so uns bewahren. Wenn zum Gebet gerufen wird, dann was? Eilt zum Gedenken Allahs, das heißt in die Moscheen und unterlasst was? Den Handel. Der sagt, Sami'na wa ata'na ya Rabb. Dann tut er eine Kafira in seinem Laden. Du sagst, ich habe kein Geld verdient. Sie hat es verdient.
Subhanallah. Will er Allah betrügen? Will er Allah betrügen? Das sind die Schleichwege. Die Istiqama ist, dass du dich an die Anweisung hältst, wenn sie auch nicht immer leicht zu praktizieren sind. Aber du weißt, so musst du es machen. So musst du es machen. Warum? Weil ansonsten führst du jemanden in die Irre. Stell dir vor, eine kommt zur Religion und sie sagt, okay, ich werde beten, aber ich habe keine Lust, den Hijab anzuziehen. Dann sagst du ihr, schau mal, du brauchst niemals den Hijab anzuziehen. Hauptsache, du betest. Ist das eine Dauer? Nein. Was sagst du ihr? Du sagst ihr, fang erstmal an zu praktizieren, aber wisse, derjenige, der dir das Gebet befohlen hat, hat dir auch befohlen, den Hijab. Weil eine Sache hat sie sich ja schon selbst ausgesucht. Das heißt, sie ist überzeugt von der Sache. Jetzt wollen wir sie auch für die andere Sache überzeugen. Derjenige, der dir befohlen hat, das Gebet zu verrichten, er hat dir auch befohlen, was zu tragen. Den Hijab. Und wenn sie das versteht, versteht sie. Aber wir lassen die Leute nicht mit ihrem Unglück allein. Und so sind viele Leute, der möchte einfach nur gute Freunde gewinnen, dass die Leute nie sauer sind auf ihn und dass sie ihn nicht kritisieren. Deswegen sagt er, macht, was ihr wollt. Bringt er sie oder führt er sie ins Paradies oder ins Höllenfeuer? In das Höllenfeuer. Der führt sie ins Höllenfeuer. Und viele sind bereit, diesen Weg auch den Leuten anzubieten. Aber Yawmul Qiyamah wird Allah subhanahu wa ta'ala alles deutlich machen. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Daraufhin bewegen sie sich auf einem geraden Weg. Manche Gelehrte haben gesagt, das ist der Weg von Ahlus Sunnah wal Jamaah. Der Weg von Ahlus Sunnah wal Jamaah, und das ist der einzige Weg, der ohne Gelüste ist. Möge Allah uns auf diese Gruppe befestigen. Fala khawfun alayhim wa lahum yahzanu. Was oder wann ist diese Situation? Diese Situation ist, während eine Person ist dabei zu sterben. Er ist dabei zu sterben. In dieser Situation kommen die Engel auf ihn herab und sagen ihn, wahrlich diejenigen, wie wir in einer anderen Aya in Surat Al-Fussilat lesen, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبِشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Und hier sehen wir, dass der Koran den Koran erklärt, liebe Geschwister. Das heißt, die Engel kommen zu diesem Zeitpunkt herab auf ihn und sie verkünden ihnen die frohe Botschaft. Kommen wir noch einmal dazu. Dieser Koran, Bushra lil Muhsinin. Subhanallah. Schaut mal, Allah lässt ihn nicht von dieser Welt gehen, bis er ihm verkündet, dass er das Paradies bekommt. Und so heißt es in einer Überlieferung, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal gesagt hat, man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'a. Derjenige, der die Begegnung mit Allah azzawajal liebt, so liebt auch Allah azzawajal die Begegnung mit ihm. Faqalat Aisha radiyallahu anha, wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'a. Und derjenige, der die Begegnung mit Allah azzawajal hasst, so hasst Allah auch die Begegnung mit ihm. Dann sagte Aisha radiyallahu anha wa ardaha, kulluna, fakulluna nakrahul maut, ya Rasulallah. Wir alle hassen den Tod. Und sie hat recht. Von welcher Hinsicht? Von welcher Hinsicht hassen wir den Tod? Ja, aber von welcher Hinsicht? Natürliche Angst. Das ist eine natürliche Angst. Keiner liebt den Tod. Keiner liebt den Tod. Aber was hatte er gesagt? Er sagte, Laysa kadhalik ya Aisha. Es ist nicht so, wie du das verstanden hast. Walakin al-Mu'min. Aber der Mu'min, wenn er dabei ist zu sterben, dann kommen die Engel und berichten ihn, Allah subhanahu wa ta'ala ist zufrieden mit dir. Allah Azza wa Jal wird barmherzig mit dir sein und Allah Azza wa Jal wird dich in seinen Paradiesgarten eingelassen. Daraufhin freut er sich auf die Begegnung mit Allah und Allah freut sich auf die Begegnung mit ihm. Subhanallah. Das heißt, schaut mal, Allah lässt einen Gläubigen nicht von dieser Dunya gehen, bis er ihm diese frohe Botschaft mitgeteilt hat. Und genauso von einem Kafir. Und er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wahrlich der Kafir, so wird ihm verkündet, während er stirbt, dass Allah azza wa jal zornig auf ihn ist und ihn bestrafen wird. Was macht der Kafir daraufhin? Liebt oder hasst er die Begegnung mit Allah? Daraufhin hasst er die Begegnung mit Allah und Allah hasst die Begegnung mit ihm. Das heißt,
bevor ein Mensch stirbt, wird ihm das mitgeteilt. Du gehst ins Paradies, freue dich. Und dann natürlich kann er es kaum erwarten, Allah subhanahu wa ta'ala zu begegnen. Warum? Weil er weiß, er wird von Allah azza wa jalla Gutes bekommen. Während der andere Allah nicht begegnen möchte, weil er weiß, er hat nichts anderes als Strafe bei ihm zu erwarten. Deswegen, das passiert beim Tod, liebe Geschwister. Allah azza wa jalla lässt dem Gutes tunenden mitteilen, dass er in das Paradies kommt, und er freut sich auf die Begegnung mit Allah, und Allah azza wa jalla lässt dem Kafir mitteilen, dass dieser bei Allah nichts Gutes zu erwarten hat und dieser hasst die Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. So soll keine Angst über sie kommen. Das sind die Auliya Allahs. أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Jetzt kommen ihre Eigenschaften. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Wahrlich, die nahestehenden Diener Allahs, möge Allah uns unter ihnen machen. So soll keine Furcht über sie kommen und auch keine Angst. Und auch sollen sie nicht traurig sein. Was haben sie für Eigenschaften gehabt? Das sind Leute, die geglaubt haben und Allah. Das ist beides. Geglaubt und gefürchtet. Sagt man, wo ist das Problem? Krisenproblem. Das ist nicht leicht. Um ein Waliullah zu sein, musst du diese Eigenschaften haben. Glauben und Gutes tun. Aber. Dieses Glauben und diese Gottesfurcht, wenn du diese Eigenschaften hast und in vielen Teilen der Religion ein Jahil bist, kannst du trotzdem ein Waliullah sein. Warum? Weil du hast einen festen Glauben an Allah und du fürchtest ihn. Hätte einer dir gesagt, dass das verboten ist, du wärst der Erste, der sich daran gehalten hätte. Deswegen, ja, über sie soll keine Angst kommen. Das bedeutet, was noch vor ihnen kommen wird, Yawmul Qiyamah, bei den Ereignissen, wo ein kleines Kind was bekommen wird. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَي يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبَ. Wie könnt ihr an einem Tag ungläubig sein, wo ein kleines Kind sogar graue Haare bekommt? An diesem Tag wird Allah Azza wa Jalla ihnen was? Sicherheit geben. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Die diese Eigenschaften hatten, die geglaubt haben und Allah gefürchtet haben. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Über sie soll keine Angst kommen. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Und sie brauchen nicht traurig zu sein. Alles, was sie hinterlassen in der Dunya, ihre Ehefrau und ihre Kinder und ihr Bestreben war es, dass diese rechtschaffen aufwachsen. Allah wird sich um sie kümmern. Allah. Und wer soll besser sein als Allah, der sich um deine Familie kümmern kann? Subhanallah. Allah wird sich um sie kümmern. Subhanallah, liebe Geschwister. Ihr kennt die Geschichte von Julaybib, radiyallahu anhu wa arda. Dieser war kein hübscher Mann. Er war klein, er war schwarz, er sah nicht gut aus und zudem hat er nicht wirklich viel Geld gehabt. Und eines Tages hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Fürsprache für ihn gemacht. Fürsprache heißt, er hat ein gutes Wort eingelegt, damit er eine bestimmte Frau heiratet. Und diese wollte ihm dann heiraten, nur weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das so wollte. Sie hat Julaybib geheiratet, nicht wegen Julaybib, sondern weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr das empfohlen hat. Sogar gegen den Willen der Eltern, die wollten gar nichts mit Julaybib zu tun haben. Aber subhanallah, was ist passiert? Julaybib ist irgendwann im Krieg gestorben. Und das war einer der Rechtschaffenen. Der Prophet sallam sagte zum Schluss, Ana min Julaybib und Julaybib minni. Ich bin von Julaybib und Julaybib gehört zu mir. Subhanallah. Als Julaybib gestorben ist, die Sahaba haben Reihe gestanden, wer die Frau heiratet von Julaybib. Reihe gestanden. Allah hat sie nicht ins Verderben gestürzt, sondern es kam ein neuer, guter Mann, der sich um sie gekümmert hat. Und so ist Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du Kinder hinterlässt. Und das ist unsere größte Sorge. Wir haben Kinder, wir wollen, dass diese rechtschaffen aufwachsen. Wallahi, wir wollen diese Kinder nicht ärgern. Aber wir wollen, dass das, was wir vermisst haben in unserer Zeit der Jugend, was wir nicht bekommen haben von unseren Eltern, dass sie uns nicht das Gebet beibringen konnten, weil sie es selber nicht kannten. Und unsere Eltern waren aus einem Kriegsgebiet. Sie waren mit anderen Sachen beschäftigt. Leider ist die Religion nicht zu ihnen eingedrungen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen dafür vergeben. Was haben sie gemacht? Sie haben sich um dein Essen gesorgt, um dein Trinken gesorgt. Okay, aber wir haben jetzt andere Möglichkeiten. Wir können unseren Kindern den Koran beibringen. Wallahi, ich selber habe mir gesagt,
hätte mein Vater mich zusammengeschlagen in meinem Kindesalter, dass ich da schon den Koran auswendig lerne. Sag, wer wird darüber traurig sein? Wer wird darüber traurig sein? Im Gegenteil, man wird Allah azawajal danken, dass er Eltern hatte, die einem das Gute anbefohlen haben. Du kannst einen Vater haben, der gibt dir alles. Und dem ist alles egal. Hauptsache, du kriegst von ihm. Aber er schickt dich in Jahannam. Wirst du deinen Vater in Jahannam lieben? Sag es mir. Wirst du deinen Vater in Jahannam lieben? Aber wenn dein Vater sich um dich sorgt und wenn dein Vater dir das Gebet beibringt und immer hinter dir her ist und dir Koran beibringt und dir Adab beibringt, Benehmen beibringt, du musst kein Gelehrter werden. Und du musst jetzt auch nicht Abu Bakr oder Omar werden. Aber ein gläubiger Mensch, der Allah azza wa jal fürchtet, wenn du im Paradies bist, wirst du nicht stolz sein, dass du so einen Vater gehabt hast. Subhanallah, schaut mal, sogar bei An-Nasa'i wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Yawmul Qiyamah wird einer bei der Abrechnung vor Allah azza wa jal stehen. Und er wird die wunderschönen Paradiesplätze sehen, die er bekommen wird. Dann wird er sagen, Anna hadha, woher kommt dieser Lohn, ja Allah? Er sagte, du hast ein Kind hinterlassen, der für dich Bittgebete gesprochen hat. Allahu Akbar. Wallahi, es gibt Familien, wo die Kinder gegen die Eltern Bittgebete machen und die Eltern gegen die Kinder Bittgebete machen. Stell dir mal vor, deswegen, ja, achi, sei von der Sorte, dass du auch deinen Eltern gegenüber dankbar bist und dass du weißt, dass diese Eltern nur für dich das Paradies wollen. Sie könnten dir alles geben hier, ohne Probleme. Aber sie wollen dir das nicht geben. Siehst du nicht die anderen Kinder, wie kaputt sie sind? Ich habe letztens von einer 12-Jährigen gehört, die schon drogensüchtig ist. Von einer 12-Jährigen. Und die kann nicht mal eine Drogentherapie machen. Wisst ihr warum? Weil sie noch zu jung ist. Aber solche Kinder wollen sie hier. Merkt ihr nicht, dass wenn unsere Kinder anfangen, den Weg zu praktizieren, dann erst wacht der Staat auf. Aber wenn sie Drogen nehmen und sonstiges, guck mal, die schmeißen dieses Kind weg. Sie haben das gesellschaftlich zugelassen, aber dieses Mädchen, wird sich jemand darum kümmern jetzt? Wird der Staat sagen, wir wollen dir helfen. Mashallah. Das ist das, das sollte euch zu denken geben, liebe Geschwister. Über sie soll keine Furcht kommen und sie sollen auch nicht traurig sein. Ulaika ashabul Jannah. Das sind die Insassen des Paradiesgartens, ewig darin zu bleiben, als Lohn für das, was sie zu tun haben. Das sind die Bewohner des Paradieses, auf ewig darin zu bleiben. Ich meine, was passiert mit deinem Herz, wenn du so eine Eier hörst? Freut sich nicht dein Herz? Das sind die Bewohner des Paradieses. Das heißt, schmeiß dieses Leben in dieser Dunja weg. Wie lange wirst du noch leben? Deine lächerlichen 20, 30, von mir aus 50 Jahre. Und danach? Nichts. Schau, wenn ich dir hier versprechen würde, und ich könnte dieses Versprechen einhalten, und dazu ist keiner befähigt, keiner berechtigt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Stell dir vor, du könntest für ewig in dieser Dunya leben. Würden sich nicht viele freuen? Ja oder nein? Sagt es mir. Der hat ein elendiges Leben, ein schlechtes Leben. Der ist vielleicht ein Versager in jeder Hinsicht, aber der freut sich. Er sagt, juppie, ich kann für immer hier leben. Und dann, wir sagen, er wird ewig leben, wo? An einem Ort, wo es Krankheit geben wird? An einem Ort, wo es Kummer geben wird? An einem Ort, wo er alt werden wird? An einem Ort, wo er hässlich sein wird mit der Zeit und zusammenbrechen wird. Nein, Allah wird ihn im Paradies für ewig leben lassen. Ewig darin zu bleiben, und mit ewig meinen wir ewig. Das bedeutet, es gibt im Paradies keinen Tod mehr. Diejenigen, die für ewig ins Paradies kommen, sie werden für ewig in das Paradies gehen. Und Yawmul Qiyamah, liebe Geschwister, nachdem der letzte Paradiesbewohner rausgekommen ist aus dem was? Höllenfeuer, geht er wo rein? In das Paradies. Jetzt sind alle Leute im Paradies, die auch in das Paradies hereingehören, und alle im Höllenfeuer, die für ewig darin bleiben. Dann wird was herangebracht? Ein Bock. Und dieser wird geschlachtet. Als was? Als Symbol für den Tod, diesen gibt es jetzt nicht mehr. Und die, die in Jahannam sind, werden für ewig darin bleiben. Und die, die im Paradies sind, werden für ewig darin bleiben. Ulaika ashabul Jannah. Khalidina fiha, für ewig darin zu bleiben. Jaza'an bima kanu ya'malun. Jetzt kommt dein ganzes Wirken. Jetzt kommt es drauf an, warum Allah dich überhaupt in das Paradies eingehen gelassen hat. Warum? Weil du faul warst, weil du gesagt hast, ich komme schon irgendwie in das Paradies, weil du mit den Taten der Höllenbewohner in das Paradies wolltest? Nein. Jaza'an bima kanu
ya'malun, als Lohn für das, was sie gemacht haben. Du hast gebetet, du hast gefastet, du hast den Koran gelesen, du hast Dhikr gemacht, du hattest ein gutes Benehmen, du hast deinen Brüdern geholfen. Deswegen wirst du auch das Paradies bekommen, aus keinem anderen Grund. Aus keinem anderen Grund. Schau mal, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Die, die gesagt haben, Allah ist unser Herr und daraufhin auf einen geraden Weg geblieben sind. Taib, jetzt eine Frage. Abu'l-Bara, ich habe das verstanden. Ich muss einen geraden Weg beschreiten in dieser Dunya, um in das Paradies zu kommen. Aber was ist, wenn ich jetzt manchmal abirre vom Weg, 2-3 Monate total in der Irre bin, aber dann sehe ich das ein und kehre zurück? Du gehörst zu diesen Leuten. Hauptsächlich, du stirbst mit diesem Weg. Und wenn du dich darum kümmerst und wenn du dich bemühst, dass du auf einen geraden Weg bleibst, dann wird Allah dir auch helfen, auf diesem Weg zu bleiben. Was sagt Allah Azza wa Jal in Surat Al-Ankabut? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Und diejenigen, die sich auf unserem Weg anstrengen, auf unserem, nicht auf ihrem, auf unserem Weg, sagt Allah Azza wa Jal, anstrengen, die werden wir unsere Wege leiten. Diesen Leuten werden wir den Erfolg geben in der Dunya und in der Akhira. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das ermöglichen. Die Unterrichte haben wieder begonnen, liebe Geschwister. Morgen, inshallah ta'ala, reden wir über die Aqida und am Mittwoch über das islamische Benehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Lohn schreiben. Heute leider können wir keine Fragen mehr machen, weil die Zeit um ist. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.